Ah ja, geil. Oh, es geht auch schon los, Leute. Ich brauche hier den Chat. Habe ich hier den Chat? Nee, haben wir nicht. Er hat seinen Laptop mitgenommen. Aber auf jeden Fall geht's los. Ich mach mit Handy. Okay. Ridley versus Fox. Willow also gegen Squash Bros. Der Gewinner darf dann in dieser Feind zum Spiel. Aber Prozent aktuell ziemlich gleich. So, Scotty hat es jetzt geschafft. Hat sich auf jeden Fall Twitch auf dem Handy Jetzt haben wir den Chat. Aber auf jeden Fall sehr ähnlich, ja. Beide tasten sich dran. Bin mal gespannt, ja. Gegen mich hat er auch gerade Ridley gespielt und. Ja, was soll ich sagen, ne? Ja, der hat gut gespaced. Ist mir nicht einfach gefallen irgendwie. Mhm. Und dann habe ich ein paar Hard Punishes kassiert. Also, Fulgo, du musst aufpassen, wenn er offstage ist, dass er irgendwie nicht greedy auf die Stage kommen will. Ja. Aber auf der Stage sehe ich ihn da schon eigentlich klar im Vorteil. Mein Ridley ist groß. Fuego ist schnell. Man muss halt eigentlich aufpassen auf die Dash-Attack. Viele unterschätzen die Dash-Attack. Ich habe die auch zweimal gefressen. Halt. Ja, an der Kante. Das ist schon echt brutal. Aber er versucht vorsichtig zu spielen. Ja, vielleicht jetzt. Er kann es halt gut punishen. Ja, mit des Nähers halt auch ein bisschen mehr. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie der mit Fox näher interagiert. Ich glaube, das sollte... Ich glaube, jetzt wird es gefährlich schon für Ridley. Beide versuchen. Okay. Schild ist gleich zu low. Ja. Jetzt. Okay, wusste. Zwei Jumps hat er Okay. Er wird jetzt getroffen. Ja. 98%. Smash, Smash nimmt. Übernimmt die Führung. Okay. Oh, ja, siehst du? Ja, man sieht aber gerade, dass Ridley so ein bisschen Probleme hat, irgendwie an Ridley ranzukommen. Man sieht schon 37, 51%. Okay, der sagen, Ridley ist eigentlich ein leichter Char davon. Der ist super leicht. Ja. Also für die Größe, die er genau hat und wie er aussieht, ist er wirklich sehr leicht. Eine optische Täuschung. Der ist ungefähr fast so leicht wie der kann. Ja. Vielleicht sogar noch leichter. Ist halt ein Skeleton halt, ne? Okay. So für Iglo. Oh, genau, da fangen wir hier in gesagt. Genau, die Dash. Das ist im Fokus hat auch noch gesagt, aber er wollte sie unbedingt, glaube ich, einfach fressen, damit er sie wieder im Kopf hat. Ja, einmal kassieren, damit er versteht, okay, das darf nicht nochmal passieren. Bei Zorns holt sich Splash Smash das Match, aber man sieht, dass Regler versucht reinzukommen. Ja, in der Luft ist das aber auf jeden Fall, glaube ich, eklig. Die Fox. Ja, glaube ich auch. Die hat echt gute Vorteile in der Air. Okay, ja. Oh, nee, okay, ja, noch nicht. Vielleicht mit dem Downer mal rein. Ja, da wartet noch. Oh, schön geparried, aber leider nichts gemacht danach. Ja. Okay. Ich glaube, er hat Downer gemacht. Aber sein Arc geht noch besser. Ja, er möchte wirklich das Schild runterspielen. Ja, da war mal der Downer. Ja, ja, ah, gut, siehst du. Ja, eigentlich eben, wenn jetzt schnell eine Fox-Kombo macht. Aber wir wissen nicht, wie Squarefest Ridley drauf ist. Aber es könnte eklig sein. Oh, er hat mich bestraft. Bei mir hat er vorhin dick. Oh, sehr gut. Ja, okay. Was hat er? Okay. Ja, das ist halt Fox, ne? Das ist richtig aus Mods. 40-50%. Sehr gut. Einfach reingekommen. Random Up Smash. Und er kassiert ihn nochmal. Wieder noch einen Showdown. Okay, ja, bei der Side B, wie gesagt, von Ridley kann man schon heftig mashen, damit man da irgendwie rauskommt. Ja. Aber wie? Bei 100%. Ich glaube, er spielt einfach viel zu selten gegen Ridley. Aber mal gucken, was jetzt gleich passieren wird. Safe. Was guckst du? Ja, ich guck mal. Guck mal, hier steht Score plus 1. Ich glaube... Es passiert nichts, ne? Nee. Ah, okay. Aber Cobra ist nicht da. Wir merken uns das einfach mal. Doch! Das hat funktioniert, das ist crazy, oder? Spieldeck. Was ist denn Left Side, Right Side? Ja, das ist. Können wir mal gucken? Nee, drück mal nicht. Doch, ich glaube, das ist hier das mit. Was? Ah, okay, da können wir jetzt die Namen ändern. Ich drück jetzt nichts. Oha. Mehr. Du kannst vielleicht noch Back finden. Ja, Back. Smart. Aber richtig vielleicht.
Okay, ja, danach okay, so das ist das war schlecht. Jetzt hätte ich auf einmal die ganzen Tags von uns. Hat sich jemand aber richtig Mühe beim Einstellen gegeben, ja. Also. Aber cool. Genau. Flash mir jetzt wieder mit einem leichten Lied. Oh. Okay. Das wird schon wieder kritisch für Fox. Ja, 80% innerhalb von 20 Sekunden. Aber wir wissen, Fox ist die Kombucha. Ja. Die kann er auf jeden Fall schnell zurückkommen. Schon mehr. Genau, also ich glaube, FD ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Stage. Weil, wenn er Ridley mal in der Luft hat, dann kann er wirklich versuchen, richtig zu pressuren und ist halt landen schwer, glaube ich, mit Ridley. Also da. Ja, ist das dann wirklich. Ja, siehst du? Der ist nämlich so fett. Da hätte er eigentlich eine fiese Bäcke geben müssen. Aber da hat man noch ein bisschen Respekt vor dem Abend. Oh, okay. Das ist nicht okay. Fieser Move. Ich finde. Ja, Das gefällt mir auf jeden Fall, dass er zuerst die Zeit hier einsetzt und dann noch den Jump. Wow. Aber Splash Mac hat halt gute Aufspiel gemacht. Das hat schon mal reingegangen. Oh, schöner Jab. Gute 42%. Ja. Okay, das war ein bisschen ausgelöst. Oder er parried das halt. Aber wie gesagt, wenn er gar nichts ist, wenig Rödel spielt. Oh ja, gut. Das war schon gut. Das war nice. Ist das schon auf jeden Fall. Crazy! Oh, schon wieder? Jetzt, oh nein. Da muss ich halt gut punishen für Nummer 3. Okay, jetzt ja, muss er jetzt wenigen Prozent dann für den Upsmash. Okay. So, jetzt hat er schon Laser dann. Sehr optimistisch. Jetzt wird er auch drumherum spielen. Er wird versuchen, echt sein Kill. Ja, aber es ist. Ultra vorsichtig bei dir. 63 nach 90, 5 Minuten noch. Ja, siehst du, und er wusste ganz genau, was er killt. Ja. Deswegen die Schüsse aber davor. Aber guck mal, da konntest du perfekt sehen, FD, keine Plattform, die ihn gestört hat oder so. Ja. Und manchmal ist da eine Plattform, die wird darunter durchdrücken, aber es geht irgendwie nicht. Hier, wunderbares Beispiel, dass FD eigentlich eine geile Stage ist. Aber er muss hier aufpassen. Ja, ja. Wir dürfen nicht hier vergessen. Oh, okay. Okay, das hat er gebrochen. Der hätte wirklich irgendwie etwas anders angehen. Okay. Zwei Attacken. Jetzt die App. Oh, okay. Ja. Das war gut. Fair. Oh, oh, ärgerlich. Das war sehr gut. Jojo. Hat einfach mal seine Luftzeit geändert. Okay. Okay, jetzt, wie gesagt, das ist ein leichter Char. Oh, gut, dass er mal hier aufgefasst hat und nicht von der Death Effect getroffen worden ist. Oh ja. Back Air, jetzt überlebt er noch. Was macht er jetzt? Pressure. Oh, schon Pressure. Oh, ist aber ziemlich fertig. Oh. Ja, das Das war nicht doch unglaublich. Heftig. Das war echt Mario Golf so. Weiß genau nicht, ob die VI perfekt war. Love war da auf einmal genau auf der Karte. Bleibt er, weißt du. Und dann geht er erst rein nach 10 Sekunden. Wow. Okay. 1-1. Das heißt, dann drückt man jetzt hier den super Score-Button hier. Und on Tastatur. Wir könnten ja nochmal Frueglo. Nee, Frueglo. Ach, der sitzt dann nur. Okay. Der sitzt dann noch, deswegen alles okay. Der soll sich mal seine Pause gönnen, heftigen Kaffee ballern, mit Scatty 12 schnacken. So muss sein. Aber kommen wir wieder zurück hier, back to the game, back to the game, back to the game. Es bleibt spannend. Mal gucken, was jetzt hier abgehen wird. Ich wollte eigentlich mal eine Kamera switchen, aber ich weiß nicht, wie man hier das macht. Ja, ich habe auch schon wieder, guck mal, hier wahrscheinlich nochmal back. Oh, ich weiß nicht, warte mal. Doch. Caster, guck hier. Zack. Oha, jetzt sind wir überall, jetzt ja? Sind wir da und jetzt können wir wieder 1 gegen 1 in Game. Oha, zack, du bist ja ich hab's gedribbelt jetzt. Ja, heftig, ja, heftig. Okay, get back to game, Dinger 1-1 hier. Er hat sich auf Tau und City entschieden. Splash. Ja, spannender Pick. Ich weiß nicht, für Fox. Ja, ich glaube, Splash hat halt Platz und man muss ja mit dem Side-P aufpassen, ne? Nach rechts und links. Also, wenn er den erstmal connectet, dann ist er schwierig. Aber eigentlich darf er sich nicht hitten lassen. Eigentlich nicht. Also du weißt, es ist Smash. Oh, wir waren auf Town of City. Oh, okay. Aber jetzt. Ich lasse hier nicht landen. Ich wusste es.
wollte gerade genau in den Moment Frisbee sein. Gekommen, ja? Ja, Frisbee. Oha! Wow, schön. Okay, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus für Fox, Fuego, Foxy Boxy. Schön 30% geballert. Smash Mash, bisschen irritiert. Versucht gerade mit dem Abdruck Prozente zu ballern. Aber hat sich gefallen. Das müsste er halt mal öfters bestrafen, so an der Kante ranzugehen. Okay. Aber jetzt, ja, gut aufgeholt. Super Schüsse. Ja. Okay, okay, Dash, Q. Da war Splash hier mal ungeduldig. Dash, Up, T, auf jeden Fall würden da Buttons gepusht. Okay, jetzt macht er was. Oh, er okay. Verkackt. Oh, okay. Nicht wirklich bestraft. Schön gemacht. Schön einen ausgeben. Und Damage. Das darf man nicht vergessen, das war echt heftig. Gleiche Splash schon wieder in Kick-Prozenten. Oh, du spielst das sehr sauber, Fuego Yellow. Ja. Du spielst sehr sauber. Ja. Das gefällt mir an der Große. Ja, ihr spielt immer so, ihr wollt angreifen und dann. Das hat aber hier Star Fox Team so drauf, dass man so antäuscht. Ein bisschen Bait and Punish, ne? Aber es sieht so stylisch bei diesen Star Fox. Ja, beziehungsweise Fox. Fox! Die fallen halt schnell, ne? Wow, das war ein cooler. Ja, guter Winkel, ne? Oh, jetzt steht's rein in den Stocks. Vielleicht hat aber er hier vor den. Für den nee, der ist halt okay. Aber es ist möglich, wie gesagt, wenn er jetzt irgendwie ganz doof Offstage bekommen sollte, genau wie da, du weißt, Fox ist leider GG, wenn er Offstage ist. Er muss auch vor allem gegen Ridley, es geht sehr schnell. Aber ist gut, er macht erstmal wieder das Prozent. Das hat er ja auch auf das eingesetzt. Es war normal Standard, aber es ballert immer gute Prozente weg. Mehr Jet? Einfach mehr Jet. Genau. Ja, das fuckt auch ab. Dann hast du auf einmal 20-30 Prozent für gar nichts. Ja, man kann halt nichts dagegen machen, gegen Ridley, als halt im Schild stehen zu bleiben, ne? Ja. Also du wirst auf jeden Fall gepressured davon. Gut. Ja, normal. Ah, okay. Beide wieder vorsichtig. Oh, ich sag jetzt, Dash Attack. Ja, okay. Cool, mit Fair. Eigentlich könnte das direkt bestraft werden. Oh, nein. Weiß nicht, oh, das war aber ein komischer Side. Der hätte von mir sein können. Einfach so onstage. Wir dürfen nicht vergessen. So, jetzt hat er ihn in den Prozenten. Ja, aber dürfen nicht vergessen, Heftfeld ist einfach echt cool von ihm. Ja, der ist schon was. Generell mit Ridley eigentlich ganz cooler Job. Eigentlich schon, ja. Man kriegt halt aber ständig die ganzen Kombos rein, weil er so fett ist. Richtig. Ja, schön, dass du gesagt hast. Stark! Gerade eben hier eine coole Kill-Kombo von Fuego. Down der Club-Smash. Also steht jetzt 2-1. So sieht's aus. 2-1. Da steht jetzt 2-1. 2-1, die Frage, guck mal. 2. 2-1. Da müssen wir jetzt mal gucken, was jetzt passiert. Doch, guck mal. Bunge der Hanga. Ich weiß nicht wieder, wie wir da hinkommen. Ja, mal. Nee, lass mal. Steht 2-1. Aber, ja genau. Spannendste Frage heute in dem Match ist, was passiert jetzt? Was wird welches gespielt? Stage? Mushroom welches Kingdom? Stage? Wird es Mushroom Kingdom? Welche wird genommen? Welche nicht? Skelly am Lennart noch am Chillen. Ja, aber auf jeden Fall hier chillig. Jo. Bisschen fresh. Aber wir dürfen nicht vergessen, jetzt haben wir Oktober. So alle hier aus. Zum Glück topfit und gesund. Und ja, der sucht sich jetzt noch eine Stage aus. Oder ich glaube. Ja, doch, oh, Fuego hat noch kurz studiert, welche Stage ist sagen, gut gegen mit Handy. Ja, mal gucken. Ich würde sagen, hallo. Ich bin mal gespannt. PS2. Okay. PS2. Damit gehen wir aber wieder rein. PS2. Nochmal. 1-7 gegen 1-2-2. Oh, switcht doch den Charakter. Jetzt ist der Spaß vorbei. Mal gespannt, ob das hier eventuell. Ja, aber die wollten nochmal Fist geben, aber es wird nicht nochmal Fist geben. So, wer führt denn jetzt 2-1? 2-1 hier, warum drückst du nicht für Fuego? Ja, wo soll ich das denn drücken? Du hast doch eben. Nee, drück mir nicht, sogar nicht. Viel zu gefährlich. Wie gesagt, es ist schon möglich. Wie gesagt, Robin ist halt ein langsamer Schaden. Wenn Fox richtig crazy drauf ist, dann kann der echt den Knie zerstören. Und ich glaube auch, Fuego Yellow hat sicherlich schon mal eins oder zwei Games gegen Splash, Mage geholt, aber ich glaube, er hat noch nie gegen ihn gewonnen. Seth. Schön. Deswegen, der ist natürlich jetzt nice, auch wenn er nochmal den Robin einmal besiegt, damit er hier im Racket weiter voranschreitet. Safe. Das war schon klasse, wie er das immer macht. Einfach so bam, 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 bam. Power.
Oha. Wow, einfach super. Oh yes, der ist am Kochen. Das er ist war ultra frech. Ja, ja. Das war schon ein bisschen ultra frech. In letzter Zeit wird der die immer besser, immer mehr konsistent. Alter. Oh. Er darf jetzt. Ja, okay. Und das ist so wichtig für die Fox, weil sonst killt der Back ja nicht so früh, weißt du, aber crazy. Das war schon sehr krank. Oh, da. Ich dachte, er macht jetzt Downy oder was. Das war ein ganz wichtiger Stop. Das ist auch so beeindruckend, dass er einfach Fireball wegballern fetzen kann. Mhm. Aber jetzt muss er ein bisschen wieder chillig drauf sein. Robin, ja, oder ehrlich gesagt, Splashman hat auch eben das gut gemacht. Hält sich schön weit, ballert schön Projektile. Aber er muss angreifen. Er muss angreifen. Ah, okay. Oh, schön rausgekommen. Oh, der King! Ja, Mann, das war ein heftiger, schwerer Schlag. Alter. Oh, schön. Er muss halt, wie gesagt. Genau, richtig. Ja, wie geht das? Zeig nochmal, wie das hier geht. Wir wissen, wie wir zurückgekommen sind, aber wo. Ja, ja. Und dann. Wo Ego für. Und dann. Back. So. So. Ja, ja. Das ist mega geil. Das ist echt chillig. Super entspannt. Kein Stress. Aber auf jeden Fall. Yeah. Heftiger Typ. Danke, Lenny. Shoutouts an Cobra und Tio. Ja, besser Tio. Ja, besser Tio. Aber kommen wir wieder zurück hier. Wie gesagt, das sieht wieder fast gut aus. Aber Fuego hat einen kleinen Vorteil. Beziehungsweise Splash Mash hat die Kontrolle. Oh, das ist aber auch riesig gegen Robin da. Ja. Er hat jetzt so viel Oh, pass auf. Oh, schön geparried. Okay, kein Grab. Oh, nee, das fehlt noch nicht. Boah, das war aber ultra cool. Ja, ja. Schön gemacht. Crazy, wie er nach oben fetzt. Das große Schwert, ganz gut. Das ist und Nair hat jetzt den Kill geholt. Wir wissen jetzt, Start easy. Willkommen. Oh. Down it. Oh nein. Er lässt sich auf so. Ja, aber Splash Mash spielt auch gerade sehr gut. Irgendwie hat Fuego ein bisschen Probleme. Ja. Oh. Aber vielleicht muss er sich auch kurz umgewöhnen einfach. Davor hat er gegen anderen Char gerade gespielt und noch. Ja, er kann das hier auf jeden Fall noch schaffen. Ja, klar. Das außen vor. Er muss halt jetzt ganz schlaue. Oh, schön. Aber es ist Fox. Schade. Ich dachte, der zündet ja vielleicht. Ja. Ja. Der geht noch nicht gestartet, ne? Oh. Das ist natürlich eklig. Oh. Alter. Oh, sehr geduldig, aber auch okay. Wow. Okay, damit steht 2. Da hat er auf jeden Fall Stage Control gehabt. Stage Control. Stage Control. Stage Control. 2-2, meine Damen und Herren. 2-2. Jetzt wird's richtig heftig. Jetzt geht's ins Game 5, Leute. Stage Control. Chat, seid ihr da oder Stage was? Stage Control. Was hier los hier? Wo sind denn hier die Zuschauer? Ja, hier sitzen auf jeden Fall ein paar heftige, viele Leute. Schatten der Nacht am Warten. Scary mit mit Leonard am Chillen. Geil, die Venue ist auch echt noch voll, ne? Ja, ein paar sind zwar schon leider los, aber wir dürfen auch nicht vergessen, es ist ja schon gleich 6. Schon Power. Auf jeden Fall Power. Aber was jetzt Ultra Power ist, Game 5. Was sagst du dazu? Robert ist im Chat, ey. Geil, grüß dich. Robatski. Sehr schön. Heftig am Überlegen. Hoffentlich kommst du auch mal wieder vorbei, es wäre doch nice. Oh, und jetzt geht's rein, hä? Direkt? Nee, noch nicht. Nein, noch nicht. Die Stage wurde jetzt ausgesucht. Meine Damen und Herren, last match hier. Oh, okay. Bleibt der Fox, bleibt der bei Robin. Aber ich glaube, die Chars ändern sich nicht. Ich glaube auch nicht. Bam. Okay. Oh, ein Eingang. Town and City. Town and City. Ich bin gespannt. Große Stage. Pju. Fox. Beide Kopfhörer. Versus. Robin. Oh, hau. Jetzt geht's los. Tat. Town and City. Town and City. Mal gucken, was jetzt hier so passieren wird. Wer wird den ersten Schaden bekommen? Und Regulator bekommen. Ist schon alles okay jetzt. Ein paar Feuerbällchen. Feuerbällchen und ein Electro Sword. Oh, das muss. Aua, Kalaha. Da geht schon los mit den ersten 50, 60.
Schwierigkeiten, also große Schwierigkeiten. Ja. Slashmash macht aber nicht viel Schaden. Der will gerade einfach ihn komplett runterspielen. Ei. Ja. Und das hat er auch jetzt. Geht auf die Jumps, Punishy. Ja. Ei, ei, ei. Okay, kein gutes Zeichen für den ersten Stock. Zero to Death, ha? Da hat aber Slashmash echt gut gespielt. Sehr, sehr echt. Ziemlich überfordert mit der Situation. Aber jetzt hat er erstmal jetzt die ersten Prozente, hat das Item aufgesammelt. Oha, oh, ja, mit den Jet. Oh, und die. Okay, es war was smart. Das kann er bestrafen. Ja, es war smart, kein Upsmash gemacht. Oh, wow! Nochmal ein 0-to-Death-Combo. Nochmal so ein 0-to-Death-Combo. 0-to-Death-Combo. 0-to-Death. Oh, schön. Oh! Okay, beide 25%, ja, also ich glaube, wir wollen das hier echt lieben, Mann. Oh, er springt rein, ich glaub's nicht. Heftig. Aber hat schon 30% gemacht, ja? Mhm. Oh, und jetzt, okay, oh. Ja, aber das war ready hier. Okay, nice, das war schon krank. 85%, schön ja. Ausgeglichen. Schade. Schön. Ja, okay. Oh, kein ja. Oh. Ich dachte, oh, schöner Griff, das muss man sehen. Oh! Der fühlt sich, man merkt es an seinem Movement. Das war ganz krank. Ja, ja. Robert, wir sind leider nicht beim Naughty Totty. Oh, zu aggressiv. So, oh. Wer holt den Stop? Oh. Lässt er ihn landen? Sehr even. Ja. Okay. Oh. Er hat ihn halt. Ja, ja. Ja. Schön. Dachte, der. Oh, oh, oh ja. Splash hier raus. Splash hier raus. Oh, gerade wieder rein. Jetzt brauchen wir den Kill. Da jetzt anstrengen. Oh. Ja, zündet das erste Mal. Zündet er nochmal? Ja. Ja. Oh, 26%. Ja. Oh, er wäre durchgespielt. Oh, ja. Ja. Okay. Und man muss ja schon Knöpfe drücken. Ja, das ist zu viel Prozent hier gerade passiert. Oh, wichtig. Ganz willkommen. Jetzt aber. Jetzt aber. Alter, Last-Dog-Situation hier. Da muss passieren hier, Alter. Jetzt muss passieren. Oh. Da bekommt er erstmal schön das fette Fair. Kommen auf die Stage. Also alles möglich, alles möglich. Oh. Oh, jab. Okay. Jetzt Dragdown. Oh. Oh. Ich hätte es gefühlt. Ja, oh, schade. Aber er ist viel gegangen. Er ist viel gegangen. Schade. Schade. Er ist hier gegangen. Dachte, jetzt tut für irgendwas Heftiges, aber leider diese Schade. Aber er wollte es machen. Er wollte ihn knocken. Ja, auf jeden Fall stabil. War schon auf jeden Fall heftig. Schade, schade. Lastet, wie gesagt. Hätte den jetzt da runter bekommen, dann wäre vorbei. Gutes Set aber trotzdem.